Hallo, meine lieben Homies, willkommen zu GTA, zu meinem Bunker oder eher gesagt in meinen Bunker. Wir werden wieder Vorräte stehlen. Dazu müssen wir natürlich erstmal am Laptop. So, Versorgung. Vorräte stehlen. Ein Homie von mir wartet schon draußen, da werden wir diesmal zu zweit machen. Weil allein war gestern echt Hölle. So, schauen wir mal, was wir da für eine So, Mission haben. Sam, Sam. Begib dich nach Elysian Island. Also ich weiß jetzt nicht, was das für eine Mission ist. Deswegen lassen wir uns überraschen. Ich sag mal so, zu zweit geht es auf jeden Fall schneller. Allein wenn man Glück hat, hat man dieses Dorf, wo die ganzen Eierköpfe da rumlaufen. Die ist ja auch auf jeden Fall locker machbar. Oder wo die ganzen Eierköpfe da in dem Wald sind und mit Leuchtkugeln schießen. Die ist auch auf jeden Fall alleine machbar. Macht auf jeden Fall auch Laune. Für mich am schlimmsten ist die Mission mit den vier Helikoptern. Ist für mich einfach nur unlogisch. Die macht einfach keinen Bock. Selbst zu zweit, wenn man nicht so einen Hubschrauber hat, ist hier einfach nur Kacke. Mit diesem Pickup und dem Maschinengewehr drauf kann man es machen, aber die sind so schnell. Meistens sind die dann über Meer. Das macht keinen Spaß. So, wer jetzt noch auf Toilette muss, der kann jetzt eben gehen. Weil danach steigt hier die Action. Ich sag das ja immer professionell, als ob ich nie was anderes gemacht hätte. Deswegen, falls ich sterbe, war das alles extra. Wisst ihr Bescheid, meine lieben Homies. Ah, wir sind immer noch nicht da. Was ist das für eine Mission? Spannung steigt. Es ist auf jeden Fall ein Hin und Her. Entweder ist es mit dem Konvoi unter der Brücke. Oder ist es mit dem Schiff? Ich hoffe, es ist mit dem Schiff. So wie es aussieht, sage ich spontan, dass es mit dem Schiff ist. Ne. Das ist mit dem Konvoi. Einmal alleine gemacht, wurde ich ungelogen 10 Minuten lang gespawnt und erschossen. Gespawnt und erschossen. Ich kam einfach nicht an den Heli ran. You in position? So. Jetzt machen wir die Plattisäcke da. Dann soll die mal kommen hier. Problem ist, ich mag einfach diesen Lenkraketenwerfer nicht. Ich finde den einfach kacke. Das war schön, den haben wir schon mal einen Headshot verpasst. Gucken wir uns, wenn der noch drin ist. Ah, shit. Ich war leider gestorben, aber das ist egal. Wir werden ja respawnen. Wir machen die jetzt alle nieder. Wir sind total action geladen hier, als ob wir noch nie was anderes gemacht hätten. Zack, nächster weg. Zack, nächster weg. Peter, ich hab's ja gesagt, professionell hier. Weiß nicht, ist unser Homie nicht mit dabei oder was? Wir machen ja alles alleine. So, da ist der Wagen. Wir lassen uns einfach vom Heli eskortieren. Oder ein bisschen beschützen, würde ich mal sagen.
Wir gehen jetzt einfach Vollgas hier mit dem Wagen und weg hier. Wenn wir das jetzt so durchziehen und gut ankommen, dann haben wir echt eigentlich ganz okay gemeistert und schnell auf jeden Fall. Dann war das mein schnellstes Mal. Das hört sich an. Sehr, sehr schön. Problem ist, es ist nass und es regnet. Das ist normal, wenn es regnet, dass es nass ist. Aber die Straßen sind sehr glatt. Und wenn uns einer hier platt macht, dann sind das die Bots. Die Computerfahrzeuge. Die gehen mir einfach auf den Sack. So ist GTA schon eine geile Sache. Ich freue mich ja tierisch auf GTA 6. Ich bin mal gespannt, wann das rauskommt. Ich glaube, dann werden wir die Story auch direkt let's playen. Mit all meinen Fehlern. Wie oft wir sterben, egal, wir ziehen durch. Und nachher wird erstmal wieder ein Auto geklaut. Und mein Fahrzeughandel. Kohle muss reinkommen hier. Fahren wir noch 10 Kilometer. Oh Mann. Wären wir mal lieber mit den Heli geflogen. Aber wir wollen es ja auch nicht zu einfach machen. Ne? Wir müssen das auch selber hier machen. Wir müssen uns die Hände auch mal schmutzig machen. Wir können halt ja nicht immer die anderen machen lassen. Bis jetzt sieht gut aus, mein Limonis. Oh shit. Hey yo, das ist keine gute Idee so. So, jetzt schnell da auf Autobahn. Und dann haben wir, sag ich mal, den Sieg zu 90% sicher in der Tasche. Und es wird Zeit, dass der Sommer jetzt langsamer kommt. Immer diese Kälte draußen. Und dann ist das schon unser Teil 4 für den Bunker. Sehr, sehr schön. Übrigens, falls das ab und zu mal stoppt, da kann ich nichts für, wenn ein paar Videoausschnitte fehlen. Weil ich nehme mit der PlayStation Share-Funktion auf. Von der PlayStation. Da kann ich einfach nichts für. Ich sehe das ja bei ein paar Videos von mir, da fehlen ein paar Sachen. Das ist nicht zusammengeschnitten oder so. Das ist von der Share-Funktion, da kann ich nichts für. Ob daran liegt, weil das Internet ab und zu mal spackt. Oder ob die Share-Funktion einfach keine Lust hat. Da kann ich echt nichts für. So, und jetzt erstmal nach Hause, ab zum Bunker. Ja, überall nur LKWs hier am Start. Mann, Mann, Mann. So wie es aussieht, kommt hier kein Gegner mehr. Also ich habe auf jeden Fall nichts dagegen. Und wisst ihr, was schön wäre? Wenn man sein Navi anschaltet, einen Wegpunkt setzt. Dass man das auf der Karte auch sehen würde, selbst wenn man zu Fuß ist, diesen Strich. Das wäre mal nice. Das würde ich mir auf jeden Fall in GTA 6 wünschen. Dass man sich das selber aussuchen kann. Wenn es jemand stört, kann er das ausmachen. Wer nicht stört, der kann es anmachen. Aber auf jeden Fall werden auch die ein oder anderen Videos dazu kommen. Zu GTA 5 hier. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar VIP-Aufträge machen. Wenn wir noch ein paar Videos machen, wie wir den Hangar voll machen. Da haben wir ja 10 verschiedene Vorräte.
Oder 8? Nein, 10. Ja, was war das denn für ein Bug? Habt ihr das gesehen, mein Lieber? Boah, was geht denn da ab? Ja, die spawnen hier extra mittig oder was? Guckt euch das mal an. Cool. Da lohnt sich dann ab und zu mal die Share-Funktion zu benutzen und einfach mal so ein Video aufzunehmen. Kann ich jedem nur empfehlen. 1,3 Kilometer noch, wir schaffen es. Oh, guck mal hier, die kommen ja auf den Boden. Habt ihr gesehen, wie der weggeflogen ist? Oh nee, nein! So, ich muss mich jetzt wieder hier konzentrieren. Anstatt auf die Bugs hier. Auch nicht schlecht, coole Sache. Wir haben es auf Video. Guck mal da hinten schon wieder. Ich dachte mal nach. Was passiert hier? Yo, nice. Meine lieben Homies, ich würde mal sagen, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, natürlich wieder zusammen hier. Wir sind da. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Das freut mich, eine erfolgreiche Mission. Abgeliefert. Komm, nicht lange laden hier. Sehr schön. So, haben wir schon mal wieder ein paar Vorräte, damit die Kohle reinkommt hier. Sehr, sehr schön. So. Sehr schön. Meine lieben Homies, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Aufgabe. Auf Wiedersehen.